Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute den Slave One vorstellen, der in der TVC-Serie, also sprich in der The Vintage Collection-Serie, im Jahr 2020 herausgekommen ist. Es handelt sich also konkret um diesen Kandidaten. Bevor wir zum Unboxing kommen, möchte ich gerne noch über die 7 vorhergehenden Modelle reden, die Kenner bzw. Hasbro seit 1981 herausgegeben hat. Leider besitze ich nur die letzten beiden Modelle. Dementsprechend kann ich hier nur auf Fotomaterial zurückgreifen, aber ich möchte sie nicht unerwähnt lassen. Dies war das erste Modell, was 1981 in der Vintage-Serie herausgekommen ist. Gut zu erkennen sind die Aufkleber, mit denen das Modell ausgestattet worden ist. Die Slave One in der Shadow of the Empire Serie, die 1996 herauskam, wurde ebenfalls mit diversen Aufklebern bestückt, wies aber darüber hinaus schon eine Lackierung auf, die das Modell filmgetreuer wirken ließ. Das gleiche Fahrzeug war auch in der Power of the Force Linie herausgekommen. Technisch gesehen sind die Modelle von 1981 und 1996 aber baugleich. Ein etwas detaillierteres Fahrzeug kam 2002 in der Star Wars Saga Serie heraus, welches sich von den älteren durch die Streben an den Flügeln, andere Bordkanonen, Platz für 3 Actionfiguren und dem versteckten Raketenwerfer unterschied. Der hintere Bereich ließ sich zudem nicht öffnen, hatte aber eine Drehfläche, die verschiedene Bilder zeigte. Zudem konnte es schon seismische Bomben aufnehmen und abwerfen. Die Größe des Fahrzeuges blieb aber annähernd gleich. Dieses Schiff war fast baugleich mit dem 2002er Modell, nur dass dieses nun ohne seismische Bomben auskommen musste. Dafür war eine Boba Fett-Figur mit enthalten. Auch die Bemalung war nun wieder typisch für die The Empire Strikes Back Slave One. Das als Rise of Boba Fett titulierte Vehikel war das erste, welches in den neuen Formen herausgegeben wurde, auf die auch die TVC-Schiffe von 2013 und 2020 basieren. Die Ausstattung konnte sich sehen lassen. 5 Figuren und ein zusätzlicher Mace Windu Starfighter waren im Paket mit enthalten. Dafür gab es hier noch keinen in Carbonit eingefrorenen Han Solo. Der Nachfolger der 2010 veröffentlichten Slave One kam nun mit einem Painting heraus, welches sich an der Lackierung der Slave One aus The Empire Strikes Back orientierte. Erstmalig war hier der in Carbonit eingefrorene Han Solo mit enthalten, den es sonst nur bei dem 1981er bzw. beim 1996er Modell gab. Wir unterbrechen kurz die Sendung und weisen auf Folgendes hin. Das Imperium und die Rebellen mögen sich in vielen Punkten nicht einig sein, aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch. Sie abonnieren den Kanal mit einem Klick und aktivieren die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Und nun weiter im Programm. Auf der Vor- und Rückseite sehen wir jeweils die Szene, wo Han Solo in die Slave One verbracht wird, um zu Jabba the Hutt abtransportiert zu werden. Vorder- und Rückseite sind so gut als gleich. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier einmal The Vintage Collection Logo haben. Auf der anderen Seite haben wir hier anstelle dessen unseren Warnaufkleber oder die Warnmeldung, dass das Ganze für Kinder unter 4 Jahren nicht geeignet ist. Was wir sonst noch sehen, sind 2 Elemente, nämlich dass hier in dieser Box einmal ein Displaystand drin ist, worauf wir die Slave One denn darstellen können, und zwar im aufrechten Zustand. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich die Oberseite einmal ansieht, dann kann man hier sehen, dass hier der Displaystand ist und die Slave One aufrecht dargestellt werden kann. Was können wir noch sehen? Einmal, dass der Han Solo vorne in der Slave One deponiert werden kann. Und einmal, dass im Cockpit 3 Figuren Platz haben. Aber das war auch schon in der 2013er Version so. Andere Seite zeigt hier an der Stelle einmal, dass man von den hinteren Kanonen so ein Projektil wegschießen kann. Und dass sich die Flügel drehen. Wir haben nochmal die Seite,
Wir haben nochmal die Seite und da sehen wir schön, dass sich der Paintjob im Gegensatz zum vorhergehenden Modell doch sehr geändert hat. Und auf der anderen Seite haben wir halt nochmal eine Szene mit Boba Fett, einem imperialen Stormtrooper und wir sehen so ein bisschen das Interieur. So, kommen wir jetzt also zum Unboxing. Das heißt, ich habe mir wieder mal einen kleinen Cutter besorgt und werde jetzt die Box aufschneiden. Jeder, der sich fragt, wo diese Delle herkommt, dazu kann ich leider nur eins sagen. Amazon, Entschuldigung, war schon drin. Gut, das heißt, ich werde jetzt die Box öffnen, wie ich das normalerweise immer so mache. Von einer Seite. Ja, kann man auch sehen. Hoffentlich klappt das von nur einer Seite. Recht kompakt, wie das ganze Modell hier drin sitzt. Ah, falsche Seite. Drehen wir das Ganze noch einmal um. Ah, so ist, glaube ich, besser. Und da hätten wir denn die Slave One. Oh, was finden wir hier alles? Slave One als solche. Schauen wir mal, kriegen wir die so raus? Nein, kriegen wir nicht. Dafür müssen wir erstmal die Box hier rausnehmen. Oh, das ist nur ein Abstandshalter. Okay. Mehr rausnehmen. Aha, sozusagen einmal im Ganzen. Ja, oder so. Ja, das ist sie denn, die Slave One. Ja, noch ein bisschen unaufgebaut. Dazu brauchen wir hier einmal den Displaystand, Stand. Dann haben wir hier einmal so eine Art Sarkophag. Ja. Oh, hat auch schon mal was besser gepasst. Ja. Gucken wir uns auch gleich noch im Detail an. Und was wir hier auf der Seite noch haben, ist natürlich einmal die Cockpit-Verglasung. Einfügen. Ja, wenn man es dann kann. Wie heißt es immer so schön? Sollte eigentlich ganz einfach sein. Ah, ist es auch. Und ja, was man schon sehen kann, also gegenüber dem 2013er Modell hat man das nicht großartig oder hat man das eigentlich überhaupt nicht geändert. Und einer der Kritikpunkte war schon immer, dass das Ganze hier so ein bisschen locker ist. Funktioniert zwar, kann man hier vorne einklinken, aber fest und stabil ist eigentlich was anderes.
jetzt das Ganze hier schon mal drauf. Ja, was fehlt noch? Natürlich alles das, was hier noch drin ist, wären einmal die Seitenteile bzw. die Flügel. Und den Herrn Solo im Carbonit, der darf natürlich nicht fehlen. Ja, was haben wir sonst noch? Ein paar Bomben zum Abwerfen. Die Projektile, die nachher hier mit eingebaut werden. Schauen wir mal nach. Würden funktionieren, würde mir wahrscheinlich jetzt aber auch sonst wohin springen, deswegen lasse ich es erstmal bleiben. Ja, kommen wir zuerst zu den Flügeln, die wir einsetzen können. Das heißt, wir haben jetzt hier an der Seite die Möglichkeit, die Flügel anzusetzen. Da ich das grundsätzlich immer falsch mache, werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie die Flügel tatsächlich rankommen. Nicht, dass wir die einmal um 180 Grad drehen. Ja, hätte ich jetzt auch falsch gemacht. Das Ganze kommt tatsächlich so daran. So, schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktionieren würde. Ja, auch das ist genauso wie das 2013er Modell. Jetzt sind sie fest und können sich bewegen. Ja, was fehlt noch? Sind noch die Kanonen. Auch hier gucke ich einmal drauf, wie die angebaut werden sollen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal die Seite ansehe, dann soll das so aufgebaut werden, dass dieser Huppel, den wir hier oben haben, auf die vom Raumschiff her linke Seite gehört. Das heißt, die Hubbels, die sollen in Richtung Cockpit weisen. Einmal den. Einmal den. Die beiden Projektile mit rein. Ja, was fehlt noch? Fehlen tut noch die Bomben, die wir hier haben. Diese Bomben haben ein Fach hier unten drin, kann man sie da einmal einsetzen. Und die können dann über einen Schalter, den wir hier auf der Seite haben, wieder gelöst werden. Kann man also auch mal ein paar seismische Bomben abwerfen. Ja, wie schon gesagt, hier unten haben wir eigentlich einen komplett anderen Paintjob als den vom 2013er Modell. Und das, was ich jetzt persönlich sehr nett finde, ist halt dieser Display-Stand. Jetzt muss ich halt nur noch mal gucken, wie das Ganze da hineingefügt werden soll. Aber wenn ich mich nicht täusche, nein, doch getäuscht, sollte doch auf die andere Seite. Ja, kann man
die Slave One also so hinstellen. Gut, zu der Slave One werde ich gleich noch ein paar Detailbilder liefern. Dazu werde ich dann auch noch mal das Interieur darstellen. Aber erst einmal soll die Slave One so ausgestellt werden. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Abschließend möchte ich zu diesem Modell sagen, was mir gefällt oder auch nicht gefällt. Auf der Pro-Seite haben wir sicherlich den Stand, den wir hier haben. Leider war der bei mir beim Auspacken schon etwas zerkratzt. Ist etwas schade. Auf der Pro-Seite habe ich sonst noch den höheren Detailgrad im Paintjob. Alles andere ist mehr oder weniger so geblieben. Das heißt, eigentlich stellt dieses Modell genau und exakt dasselbe Modell dar wie das aus 2013. Lohnt sich der Kauf dieses Modells jetzt? Gut, darüber kann man streiten. Ich habe dieses Modell für 115 Euro bekommen. Von daher kann ich sagen, war das jetzt nicht zu viel Geld für ein zweites Modell, wo der Paintjob, ich sag mal, einen etwas höheren Detailgrad herausgearbeitet hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr mögt, sehen wir uns natürlich das nächste Mal bei der nächsten Episode wieder. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Auf Wiedersehen und tschüss.